Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kulturport.de. Ich begrüße Sie heute aus der Reißhalle. Hier findet das Eröffnungskonzert der Spielzeit des Ensemble Resonanz statt. Und das erste Konzert trägt den Titel Imre Kertész, benannt nach dem ungarischen Literaturnobelpreisträger. Und der wird auch gleich lesen aus seinem Roman Für die Schicksalslosen. Ich lese vom Roman in der Schicksalslosen am Ende der Geschichte. Am Bahnhof habe ich die Straßenbahn genommen, weil ich mein Bein sehr zu spüren begann. Nun unter vielen auch eine mit der von Ernst bekannten Nummer kam. Eine dürre alte Frau mit einem merkwürdigen altmodischen Spitzenkragen rückte auf der offenen Plattform ein wenig von mir ab. Bald ist dann ein Mann mit Mütze und Uniform gekommen und hat meine Fahrkarte verlangt. Ich sagte ihm, dass ich keine habe. Er schlug vor, ich solle eine lösen. Ich sagte, ich käme aus der Fremde und hätte kein Geld. Da sah er meine Jacken an, dann mich, dann auch die alte Frau. Und schließlich gab er mir zu verstehen, dass die Benutzung von Verkehrsmitteln Vorschriften unterworfen sei und diese Vorschriften habe nicht er erfunden, sondern diejenigen, die über ihm säßen. Wenn sie keine Fahrkarte lösen, müssen sie aussteigen, war seine Ansicht. Ich sagte ihm, dass mir aber das Bein schmerzte, worauf sich der alte Frau abwandte und in die Gegend hinausschaute, das aber irgendwie so beleidigt, dass hätte ich es, weiß Gott warum, ihr zum Vorwurf gemacht. Doch da kam aus dem Wagen innern schon von weitem lärmend ein stattlicher, schwarzhaariger, zerzauster Mensch herausgetrampelt. Er trug ein offenes Hemd, einen hellen Leinenanzug, eine schwarze, an einem Riemen von seiner Schulter hängende Schachtel und in der Hand eine Aktentasche. Was denn das sei? Schrie er und befahl, geben Sie mir eine Fahrkarte, während er dem Schaffner ein Geldstück reichte oder besser hinstieß. Ich versuchte ihm zu danken, doch er unterbrach mich und blickte erregt in die Runde. Es müssen sich hier gewisse Leute schämen, sagte er. Doch der Schaffner war schon im Wagen innen, die alte Frau aber schaute nach wie vor hinaus. Darauf wandte er sich an mich und das Gesicht jetzt milde. Kommst du aus Deutschland, mein Junge? Ja. Aus dem Konzentrationslager? Natürlich. Aus welchem? Aus dem in Buchenwald. Ja, er hat davon gehört, wusste auch, dass es einer der Kreise des Nazi-Infernos war und so hat er sich ausgedrückt. Von wo haben Sie dich verschleppt? Aus Budapest. Wie lange warst du dort? Ein Jahr alles in allem. Du hast wahrscheinlich viel gesehen, mein Junge, viele Gräuel, meinte er, und ich habe nichts gesagt. Naja, fuhr er fort, Hauptsache, es ist aus und vorbei. Seine Miene hellte sich auf, er zeigte auf die Häuser, an denen wir gerade vorbeirumpelten, und erkundigte sich, was ich jetzt wohl empfand, wieder zu Hause beim Anblick der Stadt, die ich damals verlassen hatte. Ich sagte, Hass. Er schwieg eine Weile, bemerkte dann aber, er müsse mein Gefühl leider verstehen. Im Übrigen habe, je nach den Umständen, so meinte er, auch der Hass seinen Platz, seine Rolle, ja, seinen Nutzen. Und er nehme an, fügte er hinzu, wir sehen uns da einig und er wisse wohl,
wenig hasste. Ich sagte alle. Er schwieg wieder, dieses Mal etwas länger, und fragte dann, hast du viel Schreckliches durchmachen können, müssen? Und ich sagte, es käme darauf an, was er unter schrecklich verstehe. Bestimmt, sagte er da mit einem etwas unbehaglichen Ausdruck im Gesicht, hätte ich viele Bären hungern müssen und wahrscheinlich sei ich auch geschlagen worden. Und ich sagte natürlich, lieber Junge, rief er da, wobei er, wie mir schien, doch langsam die Geduld verlor. Warum sagst du bei allem, es sei natürlich und immer bei Dingen, die es überhaupt nicht sind? Ich sagte im Konzentrationslager, sei so etwas natürlich. Ja, ja, sagte er, ist gut dort schon, aber. Und hier stockte, zögerte ein bisschen. Aber ich meine, das Konzentrationslager an sich ist nicht natürlich. Endlich hatte er gewissermaßen das richtige Wort erwischt. Und ich erwiderte dann auch nichts darauf, denn ich begann allmählich einzusehen, über bestimmte Dinge kann man mit Fremden, Ahnungslosen, in gewissem Sinn Kindern nicht diskutieren, um es so zu sagen. Und im Übrigen, so fiel mir beim Anblick des Platzes, der noch immer vorhanden, höchstens etwas kahler und ungepflegter geworden war, plötzlich ein, ich musste ja aussteigen. Und das teilte ich ihm auch mit. Doch er kam mit mir, zeigte dann auf eine schattige Bank ohne Rücklehne und schlug vor, wir sollen uns dort für einen Augenblick hinsetzen. Zunächst schien er einigermaßen unsicher. Tatsächlich, so hat er bemerkt, können die Schrecklichkeiten erst jetzt wirklich an den Tag. Und er fügte hinzu, dass die Welt vorläufig verständnislos vor der Frage steht, wie, auf welche Art das alles überhaupt geschehen konnte. Ich sagte nichts und da hat er sich auf einmal ganz zu mir gewandt und gesagt, mein Junge, möchtest du nicht über deine Erlebnisse berichten? Ich staunte ein bisschen und sagte, sehr viel Interessantes kann ich ihm nicht erzählen. Da hat er ein wenig gelächelt und gesagt, nicht mehr der Welt. Wir machen weiter mit unserem Gespräch und ich bitte um Verständnis, dass Herr Kertes jetzt nicht mehr an dem Gespräch teilnimmt. Dafür habe ich aber zwei außerordentlich sympathische Gäste, nämlich Stefan Liedwin, Komponist und Pianist, und den Schauspieler und Essayisten Hans Zischler. Herzlich willkommen. Natürlich habe ich jetzt einige Fragen vorbereitet gehabt für Imre Kertes, die ich jetzt leider nicht stellen kann, aber vielleicht eine Frage, Herr Liedwin, kann ich auch an Sie stellen, nämlich die Frage nach dem Begriff des Schicksallosen, weil eigentlich haben die Protagonisten Imre Kertes alle ein Schicksal. Nur einige der Protagonisten eben nicht, weil sie nicht selbstbestimmt handeln können, weil sie nicht als Menschen leben können, wie sie es gerne möchten. Was bedeutet also die Schicksallosigkeit? Ist das Schicksal an die Selbstbestimmtheit geknüpft? Ich würde es, wenn ich darf, das als Musiker beantworten. Die Liquidation der Tonalität durch die Neue Wiener Schule, besonders durch Arnold Schönberg, war ja ein Riesensprung in die Freiheit. Also zur gleichen Zeit wie Kandinskys ersten abstrakten Bilder. Und nach ungefähr fast zwei Dekaden der Arbeit in dieser freien Form fühlte Schönberg, dass man doch irgendwie eine gewisse Gesetzmäßigkeit wieder einführen sollte, weil man doch irgendwie nicht nur frei sein kann. Und die sogenannte Zwölftonreihe ist, oder die Zwölftontechnik, oder wie es bei Schönberg heißt, die Methode mit nur 12 aufeinander bezogenen Tönen zu komponieren, hat er eingeführt, um die Regression in die Tonalität zu verhindern. Nun hat dieses System seine eigene Dynamik entwickelt und hat sozusagen diese auf einer höheren Ebene fixierte Freiheit wieder unfrei gemacht. Und Imre Kertes hat schon an verschiedener Stelle darauf hingewiesen, dass in seinem Roman eines Schicksallosen die Akteure wie in einem Zwölftonwerk unfrei handeln. Sie werden
von dem System der Zwölftonreihe sozusagen verwaltet. Und das ist genau auch der Punkt, den übrigens Adorno bei Schönberg kritisiert hat. Man meint, dass Adorno nur Strawinsky kritisiert habe, aber er hat auch das bei Schönberg kritisiert. Wie kam denn überhaupt die Zusammenarbeit zustande? War das Ihre Idee? Wessen Idee war das? Haben Sie dann Herrn Kertész angerufen oder über den Verlag? Wie kam diese Zusammenarbeit zustande? Ja, wir haben uns am Wissenschaftskolleg zu Berlin kennengelernt. Er war ein Jahr vor mir dort Fellow und ich habe für ein Jubiläum des Wissenschaftskollegs ein Melodram komponiert auf Edgar Allan Poe. Und das hat er gehört. Wir haben uns dann ein bisschen unterhalten und wir sind uns dann wieder in Ittingen beim Festival von Andras Schiff begegnet. Und da sagte er mir, dass ihm das Stück gefallen hat. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, jetzt kann ich ihn beichten. Eigentlich möchte ich so gerne etwas über einen Text von Ihnen machen. Würden Sie mir das erlauben? Und er hat gesagt, ja, und ich hatte mir diesen Text schon lange rausgeschrieben, diesen Teil. Also es ist eigentlich dieses Gespräch zwischen dem Jungen und dem Herrn, nachdem sie aus der Straßenbahn rauskommen. Ja, und nachdem wir uns dann wieder in Berlin einige Male getroffen haben, ich ihm auch erklärt habe, was ich vorhab, habe ich mich zurückgezogen und habe dann erst ungefähr ein Jahr später, anderthalb Jahre später, die Partitur ihm gezeigt. Was mir aufgefallen ist eben, war eine ganz unterschiedliche Konnotation mit dem Begriff Zeit. Also einmal eine Realzeit, die tatsächlich stattgefunden hat, eine ganz andere Erlebniszeit, auch mit dem Begriff der Langeweile. Wie taucht denn dieser Zeitbegriff in Ihrer Komposition auf? Na, das muss man ja hören. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Es ist so, also die Zeit wird im Konzentrationslager verwaltet. Es ist keine subjektiv erlebte Zeit und um es mal ganz einfach zu sagen, in dem Moment, wo davon gesprochen wird in der Musik, läuft die Musik auch sehr mechanisch ab, also der mechanische Zeitablauf und nicht mehr der emotional rubato gefühlte Ablauf. Und die Langeweile wird auch durch hoffentlich nicht so langweilige Gästen wiedergegeben. Ist Ihr Stück, das habe ich mich gefragt, ein Teil unserer Erinnerungskultur? Und wenn ja, inwiefern kann es möglicherweise Erinnerungskultur sein? Ja, Erinnerungskultur ist eigentlich ein gut gemeinter Begriff. Das Problem ist nur, dass es immer so gleich ein bestimmtes Ritual bedeutet. Und dieses Ritual des Gedenkens an die Shoah ist etwas, was mir eigentlich nicht sehr liegt. Also ich muss dazu sagen, dass ich selber aus einem jüdischen Elternhaus komme, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, da stimmt was nicht mit dieser gut gemeinten Einfühlung in das Schicksal derer, die das erlebt haben. Und Imre Kertészes Roman eines Schicksallosen ist für mich eines der großartigsten Werke, gerade aus diesem Grunde, weil es uns nicht diese Möglichkeit gibt, uns einzufühlen. Es verweigert sie und es stellt eigentlich die Erfahrung des Lagers als eine Normalität hin, ja? Als eine falsche Welt, aber es ist eine Welt, die existiert hat und insofern eben nicht mit Hölle verglichen werden kann. Insofern denke ich, ist es der Versuch, also auch warum macht man Musik zu so einem Text? Naja, weil die Musik, gerade die Kammermusik, auch seit dieser zivilisatorischen diesem Niedergang auch nicht mehr das Gleiche bedeutet. Ja. Und das ist, so habe ich Imre Kertész auch immer verstanden, dass wenn er von seinem Roman als einem Zwölftonroman spricht, dass eben, es sind zwar alles immer noch die gleichen Töne, die auch Bach und Beethoven verwendet haben, aber sie stimmen so nicht mehr und sie haben nicht mehr die Bedeutung. Das ist ja mit Sprache wirklich durchaus vergleichbar und jetzt bin ich sozusagen schon beim nächsten Punkt und ziehe jetzt auch gleich Hans Zischler mit ein in das Gespräch, nämlich zum Thema Sprechgesang, Sprache, auch in der Musik. Ich habe gesehen, dass Sie eine Publikation veröffentlicht haben, auch zum Sprechgesang bei Arnold Schönberg. Was vermittelt denn die Komposition, was vermittelt der Text jenseits noch der Komposition Ihrer Musik? Wie ist dieses Verhältnis zwischen Text und Musik? Wie baut sich das ein?
Also man muss dazu sagen, dass mein Stück ganz bewusst die gleiche Instrumentation verwendet wie Schönbergs Anti-Hitler-Stück Ode to Napoleon Bonaparte, das Schönberg als Emigrant in den Vereinigten Staaten komponiert hat 1942. Ich wollte dem, also das ist ein Stück, das ich sehr viel gespielt habe und auch über das ich auch publiziert habe, und ich wollte dem Stück ein Pendant gegenüberstellen, nämlich aus der Sicht des Überlebenden der Lager, und das ist mir halt jetzt mit diesem Text von Imre Kertész gelungen. Und ich wollte eigentlich damit nicht wie Schönberg, der sehr, ja, vielleicht darf ich das sagen, sehr naiv eigentlich, immer den Text verdoppelt. Also das ist so die Verfahrensweise gewesen bei Schönberg meistens, dass er einen Text nimmt und dann musikalisch das illustriert. Das findet natürlich beim Melodramen immer statt. Das gibt es auch bei Schumann und bei Liszt. Und das ist auch in meinem Stück in vielen Stellen der Fall, dass natürlich der Text einen Impuls gibt, wie man musikalisch verfahren kann. Also auch manchmal sogar die musikalischen Gesten verleiht. Aber dann, wenn diese Gesten erstmal erfunden sind, dann haben sie ein Eigenleben. Und dann agieren sie wie eine eigene Welt und eine eigene Sprache im Dialog zum Text von Imre Kertész. Also es ist nicht so, dass es dann nur irgendwie so wie im Gänsemarsch den Text illustriert. Herr Zischer, jetzt kann ich Sie endlich mit einbeziehen. Sie haben die textlichen Aufgaben übernommen. Wie war denn die Kooperation mit Stefan Litwin und dem Ensemble Resonanz? Denn das ist ja nicht heute der erste Abend, wo dieses Stück aufgeführt wird. Ich glaube, schon der dritte ist es heute. Ja, es ist die dritte Aufführung, und ja, die Kooperation war sehr gut. Sag die Wahrheit. Nein, es ist natürlich eine gewisse Herausforderung für einen Nicht-Musikanten. Ich bin ja kein Musiker oder auch kein Musikant, das meine ich jetzt nicht im pejorativen Sinn, einen komponierten Text, also mit Pausen, mit Längen, mit Formaten zu der gespielten Musik zu setzen und vorzutragen. Aber es ist eine sehr gute Herausforderung, weil der Sprechakt natürlich sich grundsätzlich verändert. Es ist ja nicht eine Proferation, dass ich sage, ich trage jetzt einen Text schön oder dramatisch vor, sondern die Dramatik ist zuerst mal vorgegeben, nämlich durch die Musik. Und ich bewege mich sozusagen, um das Wort etwas salopp zu nehmen, surfe auf der Musik mit und habe dann eben meine Setzungen. Ja, und das ist für mich doch, wie gesagt, eine in dieser speziellen Form, in dieser zugespitzten und pointierten Form, ist es eine wirklich neue Erfahrung für mich. Identität, Authentizität, ist das noch gegeben bei einem Text eines Literaten, der dann in einer musikalischen Form vorgetragen, rezitiert wird? Also ich habe da ein bisschen Probleme mit dem, mit den Begriffen. Authentisch ist ja nur eigentlich der Text selbst, also der Text, der stumme Text, der geschriebene Text. Alles, was wir dann dazugeben, ist sozusagen eine Möglichkeit, wenn man sie überhaupt ernsthaft, und nur das Ernsthafte zählt dabei, ist eine Möglichkeit, diese Authentizität sozusagen zu verwirklichen. Aber wir selber sind deshalb nicht authentisch, sondern nur der Text ist authentisch. Und es ist natürlich ein Versuch, eigentlich diese Nicht-Identität, die sozusagen hier mal wirklich markiert wird, zur Geltung zu bringen, sie hörbar, vernehmbar zu machen. Das ist ein viel schwierigerer Akt meines Erwissens oder meiner Empfindung nach, als zu sagen, na, identifiziert euch. Ja? Was wir empfinden können, ist ja nicht Schuld, sondern ist Scham. Also wir, die Nachlebenden. Und das hat also mit Identifizierung eigentlich wenig zu tun, sondern ich muss mich dem erstmal aussetzen oder ausgesetzt werden oder mich aussetzen lassen, zu sagen, aha, ich kann nicht gleich drauf einsteigen oder sozusagen in Rührung oder in Zerknirschung versinken, sondern das ist, ich erinnere nur an das Wort von Claude Lanzmann, als er sagte,
Shoah verfilmen, ich will eure Tränen nicht. Das ist der Punkt und das ist eigentlich die Sache, auf der auch Kertész beharrt. Ja? Die Tränen bringen mir nichts. Natürlich könnt ihr weinen, aber das ist nicht das, worum es mir geht. Ich habe im Vorfeld gehört, dass Sie nicht nur ein großes Interesse, sondern auch ein immenses Wissen haben, was neue Musik angeht. Woher kommt das Interesse zunächst einmal? Naja, das Interesse kommt aus der Schule. Ich hatte das Glück, ich muss es ganz kurz erzählen, ich hatte das Glück, einen ausgezeichneten Musiklehrer zu haben, einen Schüler von Kodály, der drei Schülern, die er für etwas geneigter hielt, angeboten hatte, zu sagen, wenn ihr neue Musik kennenlernen wollt, dann können wir einen Nachmittagsunterricht machen. Und das hat er 3 Jahre lang mit uns gemacht. Er hat sogar den von ihm nicht sehr geschätzten Schönberg uns vorgeführt, als, können Sie sich vorstellen, als Kodály und Bartók Schüler. Aber er hat einfach systematisch die neue Musik von Hindemith, Schönberg, Stravinsky, Bartók, Kodály mit uns durchgenommen. Und das ist natürlich ein Gewinn. Und darauf, das sind die Vorräte, die man vor 50 Jahren angesammelt hat. Toll, dass das Schule tatsächlich initiiert hat. Aber die Schule war bestimmt nicht in Hamburg, nehme ich an. Die Schule war sicherlich nicht in Hamburg, sondern eher in Süddeutschland. Das habe ich mir gedacht, ja. Es war ein ungarischer Musiklehrer. Ein ungarischer Musiklehrer, ja. Ja, wir sind ganz, ganz in Ungarn zu Hause heute Abend. Stefan Litwin, wie kam dieses Programm zustande? Also diese Kombination ist ja sehr auffallend, weil der Bach so ein bisschen rausfällt, sage ich mal, auch was nicht nur das Musikalische, sondern auch was sozusagen wie ein Kontrapunkt zu der Thematik des Abends steht. Ja, also ich finde schon, dass Bach und Kertész sehr gut zusammenpassen. Bach eigentlich hat so ein positives Weltbild, strahlt das aus. Das stimmt, jeder Baustein ist genau an seinem richtigen Platz. Und bei Kertész wird diese Sichtweise vollkommen auf den Kopf gestellt. Ich möchte dazu sagen, dass ich selbst auch den großen Bach verehre und zitiere mit dem BACH, und zwar nämlich genau in dem Punkt, wo Kertészes Text fragt, haben wir uns denn das Lager nicht als Hölle vorzustellen? Also überhaupt die Höllenvorstellung ist eine religiöse Vorstellung und hat eigentlich mit Erfahrungen im Konzentrationslager nichts zu tun. Also insofern ist das bestimmt ein Zusammenhang, der wert ist, erwähnt zu werden. Und dann, das Bach-Klavierkonzert ist ein wunderbares Stück. Und da sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Ich verabschiede mich aus der Leisthalle in Hamburg mit der Lesung des Nobelpreisträgers Imre Kertész. Und im Gespräch mit Hans Zischler und Stefan Litwin, apropos Nobelpreis. Heute wurde der Literaturnobelpreis 2009 an die deutsche Autorin Hertha Müller vergeben. Ihnen eine schöne Zeit bei kulturport.de und bleiben Sie online.